Landkreis Pfaffenhofen, der Kreisstelle Pfaffenhofen in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt zur Eröffnung der Wildwochen begrüßen. Wir haben die Auftaktveranstaltung beim Herrn Twer im Nussburger Hof vorher gewählt und er hat uns ein tolles Menü zusammengestellt und er sagt, machen wir dann selber noch ein paar Worte zu den Herrschaften. Herzlichen Dank an die Begrüßungsworte von Gerhard Schocker, der kann das bedeutend besser als ich, deswegen ist er auch heute Abend wieder bei uns dabei und macht das so gerne. Nee, ich habe mich da geflissentlich zurückgezogen, weil ich gesagt habe, er kann nicht reden und ich gehe lieber kochen, wenn er nicht so firm steht. Deswegen mache ich es auch kurz. Herzlich willkommen zusammen heute Abend zur Eröffnung von den Hallertauer Wildwochen. Wir haben ein schönes kleines Leitermenü vorbereitet. Zum Hauptgang haben wir nachher eine kleine Spezialität mit eingebaut. Fritz Müller, vielen Dank dafür. Lass mich einfach mal überraschen, wird total interessant werden. In dem Sinne wünsche ich einen schönen Abend. Dankeschön. Veranstaltung diese Woche in der Halle Tau. Es freut mich, dass Sie alle unserer Einladung, der gemeinsamen Einladung gefolgt sind. Mich freut es auch ganz besonders, dass die verschiedenen Bereiche, die wir ansprechen wollen, alle ganz gut vertreten sind. Wir haben Vertreter der Politik, Vertreter der Landwirtschaft, der Jägerschaft, des Hotel- und Gaststättenverbandes natürlich als Mitveranstalter und auch zahlreiche oder mehrere Vertreter der Presse, was uns sehr freut. Sie nehmen sich diesen heutigen Freitagabend Zeit. Zeit ist heute ganz was Kostbares und Sie sollen heute auch dafür entschädigt werden, dass Sie mitgekommen sind. Sie kriegen ein köstliches Wildmenü geboten. Allerdings, Sie müssen es nicht bezahlen, zwar, aber Sie kriegen eine Hausaufgabe mit nach Hause, nämlich Sie müssen Werbung machen für die Wildwochen, die heute beginnen am 18. Oktober und den ganzen restlichen Oktober und den gesamten November andauern in der Hallertau. Und Sie müssen sich auswendig lernen, welche Gaststätten das Wildmenü anbieten. Es sind insgesamt 9. Ich werde die dann einmal kurz verlesen. Es ist so, dass diese Wildwochen entstanden sind in der Arbeitsgemeinschaft der Hallertau-Landkreise Kelheim, Freising, Lanz und Pfaffenhofen, wo man verschiedene Aktionswochen, die sich rund um die Hallertau drehen. Und die Wildwochen sind neben den Spargelwochen und den Hopfenwochen eben auch eine Zeitphase im Jahresablauf. Es ist in der Tat so, dass Pfaffenhofen und Kelheim bei den Wildwochen die Federführung haben, die anderen haben da etwas nachgelassen. Insofern möchte ich dem Hotel- und Gaststättenverband, speziell dem Kreisverband, Ihnen, Herr Schocker, und Ihrer Vorstandschaft sehr danken, dass wir im Pfaffenhofener Gebiet neue Betriebe haben, die sich da wieder einklinken. Warum machen wir sowas? Welches Ziel verfolgen wir mit dieser Aktion, auch mit diesem Auftakt? Einmal wollen wir natürlich hinweisen auf die Leistungsfähigkeit unserer Gastronomie. Das fällt oft so ein bisschen hinten runter, wenn man nicht direkt Erholungsland ist, Urlaubsland. Ich bin so mal oft gedanklich durchgegangen mit meinen Leuten, auch mit der Vorstandschaft im Verband. Wenn man zusammenzählt bei 19 Gemeinden, wie viele wirklich tüchtige Wirtschaften wir haben, dann reichen 3 pro Gemeinde nicht. Also wir sind auch gemeinsam jetzt bestrebt, dass wir das einmal erfassen und dass wir schauen, ob man nicht über den Verband ein bisschen Qualitätsmaßstäbe ansetzt, aber dann doch mal schaut, was wir alles haben für uns im Landkreis. Ich denke, es geht vielleicht sogar Richtung 80, 100 Betriebe, die wirklich leistungsfähig sind in der Gastronomie und die Gäste in einer sehr ansprechenden Form bewirten können. Bei den Wildwochen können wir das zeigen, zumindest jetzt mal bei den Betrieben, die sich da einklinken. Wir wollen natürlich auch an der Seite unserer Jägerschaft stehen. Das möchte ich auch sagen. Die Jagd sind immer ganz leicht. Da gibt es dann auch Tendenzen. Immer wieder einmal ja, Fragen der Ethik, darf man Tiere schießen? Es ist eine jahrhundertealte Tradition und es geht um Hege und Pflege unserer Natur, unserer Kulturlandschaft und dabei gewinnen wir exzellente Lebensmittel von hoher Qualität aus unserer eigenen Heimat, die bei uns untersucht werden, von unseren Behörden untersucht werden, wo wir wirklich wissen, was wir hier auf den Tisch bekommen. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr sinnvolle Partnerschaft. Und das darf man wirklich jedes Jahr. Das ist der Metzgerbräu, der ist in Oran.
Dann haben wir Hotel, Restaurant, Kaffee Häusler, das ist in Langenbruck. Dann haben wir Müllerbräu, hier in Pfaffenhofen. Der Seniorchef sitzt mit am Tisch, das wird ja geführt von Richter Weinhardt. Dann haben wir hier den Moosburger Hof. Dann haben wir den Landgasthof Rockermeier in Unterpindheit, das Hotel Hallertau in Wolnzach und die Nepomuk-Stuben, die sich hier mit einbringen. Und tatsächlich auch der Gasthof Fröhlich, da haben wir 10. Den habe ich nämlich nicht in meiner Liste. Ah, doch, den habe ich übersprungen. Heute würden wir es etwas anders formulieren, das ist Uhland gewesen um die Jahrhundertwende. Heute würden wir es etwas anders formulieren. Wir Jäger haben eine Aufgabe im Ökosystem. Der Mensch nutzt das Ökosystem manchmal über die Maßen und wir versuchen, ein gewisses Gleichgewicht zu halten. Nicht immer einfach. Wir müssen das für die Landwirte tun, wir müssen es für den Wald tun, aber wir tun es auch für die Kreatur. Weitmännisch Jagd, wie sich's gehört. Das ist ethisch. Wenn ich mir so manchen Jagdkritiker heute anhöre, ja, da hat wohl Walt Disney ein wenig Einfluss genommen. Tiere sind nicht mehr Tiere, sondern sie werden vermenschlicht. Da verwechselt man was. Wir haben die Aufgabe hier, die Dinge wieder gerade zu rücken, das gelingt uns nur zum Teil. Wir haben noch ein Problem. Wir haben das Waffenprivileg. Gott sei Dank passieren die Unfälle meistens bei den anderen. Waffen sind für uns Werkzeuge. Wir bilden uns darauf nichts ein. Schade ist es, dass das nicht alle so sehen. Wir haben die Aufgabe, Wild zu erlegen. Das machen wir mit dem ethischen Anspruch. Nicht zu viel, aber in einer sauberen Art und Weise. Möglichst ohne Schmerzen. Und möglichst so, dass es dem Ökosystem gerecht wird. Dass uns das in Pfaffenhofen gelingt, sieht man zum Beispiel an den Strecken. Die Rehwildstrecke hat sich, Rehwild ist das für uns wohl bedeutendste Wild, also nicht von der Anzahl der erlegten Stücke, da sind die Enten mit über 5000 Stück im Jahr, das ist das meist erlegte Wild, aber dann kommt schon das Rehwild. Die Strecke, die Rehwildstrecke hat sich seit den 80er Jahren nahezu verdoppelt. Also das heißt schon, trotz intensiver Nutzung der Landschaft gelingt es uns, hier eine positive Entwicklung im Wildstand zu halten. Schwarzwild macht gerade den Landwirten ein bisschen ein Problem. In den 80er Jahren haben wir keine 50 Stück erlegt, heute sind es 600. Also hier ist eine ganz dynamische Entwicklung im Lauf und Schwarzwild ist auch eine echte Herausforderung. Stellen Sie sich vor, es gäbe die Jagd nicht, die Schäden wären horrend. So, zum Schluss will ich aufhören, uns zu loben. Ich will darauf hinweisen, dass Jagd ein Teil der Menschheitsgeschichte ist. Ohne Jagd gäbe es die Menschen nicht. Die Ernährungsvoraussetzung, die den Mensch in seiner Entwicklung, in seiner geistigen Entwicklung, auch in seiner sozialen Entwicklung erst ermöglicht hat, wurde durch die Jagd geschaffen. Das ist auch einer der Gründe, warum uns Wild so besonders gut schmeckt. Wir sind seit Jahrtausenden, seit Jahrzehntausenden daran gewöhnt.